jedenfalls seid ihr jetzt auch mal in Las Vegas und ich habe ein bisschen frei für mich. Ich muss eh in die Schweiz auf meine Buchtour und nach Deutschland. Und ja, schauen wir mal. Chanel Ferretti. Ich kann die einfach nicht fassen. Also sie spielt oft Opferrolle, was sie aber nicht ist. Sie ist nämlich mehr Täter. Und ich glaube, sie hat auch ein Problem, sich selber wirklich richtig zu sehen, wer sie wirklich ist. Daniel Metzer. Ja, er hat immer noch die Power, aber sie ist einfach immer so. Ich denke immer so, Vollgas, Vollgas, die ganze Zeit da. Ich kann es nicht mehr hören, Vollgas. Ich muss dann müssen wir wahrscheinlich 3 Monate lang gar nicht trainieren, sondern einfach nur Yoga machen, damit er ein bisschen looser wird. Aber er ist sehr diszipliniert und er will. Und das ist ganz wichtig. Ich bin immer wieder erstaunt über Athena. Die ist völlig neben den Schuhen, also völlig ein Krüsimüsi. Und dann gibt es wieder Momente, wo ich denke, genial, lustig. Ich glaube, die Kombination, wenn sie das zusammen überkommt, mit ihrer Intelligenz noch verbindet, dann könnte es sehr gut werden. Ladies and Gentlemen, schlechte Nachrichten, das WC funktioniert nicht mehr. Oh Mann. Das ist ja wohl ein Witz, oder? Nein, ich sage, es spielt nicht mehr. Flickenwolle. So ein Seich. Nein, ehrlich gesagt, das ist eine höhere Kiste. René, er ist echt total lustig. Er kommt mit allen gut aus. Er hat überhaupt kein Problem mit irgendjemandem, habe ich das Gefühl. Er will, glaube ich, gar nicht zurück in die Schweiz. Dem gefällt es hier. Und ich könnte mir jetzt echt vorstellen, dass er mal Comedy macht. Also er sieht jetzt immer noch nicht, dass er nicht der Bruce Willis ist. Obwohl ich es ihm ein paar Mal schon gesagt habe. Er denkt immer noch, er sagt der Bruce Willis, aber das ist okay. Mittlerweile nimmt sich selber jetzt so ernst und das ist eigentlich ganz, ganz gut. Kriegeln ist wirklich überall rundherum. Es ist aber erstaunlich, weil sie hat ihre ganz stillen Momente. Und ich sehe auch so eine wahnsinnige Verletzlichkeit, die sie hat. Die jetzt so langsam rauskommt. Also sie entwickelt sich auch langsam. Sie muss noch viel erfahren. Sie weiß noch nicht, wo sie hergehört und wo sie her will. Bei ihr bin ich so am sichersten, dass sie hier könnte wirklich mal Fuß fassen. Das Problem mit Patrick ist, er schätzt sich extrem falsch ein und ist wahnsinnig überzogen von sich. Und das ist auch ein kleines Hindernis. Aber ich glaube, er ist schon intelligent genug, dass er dann irgendwann darüber wegkommt. Und wenn er weiter in die Schauspielschule geht, dann wird er so besser. Er hat einfach auch noch keine Erfahrung, aber wie auch. Also ich merke einfach, die haben extrem keine Ahnung von L.A., von Hollywood, von Schauspiel, von Englisch. Ich habe das Gefühl, sie müssen noch sehr viel an sich selber arbeiten. Aber ich glaube an sie, weil sie haben die Stärke und sie wollen unbedingt. Und solange sie das noch wollen, dann ist es gut. Das kann noch etwas werden. Ich muss auf die Toilette. Was jetzt? Nein, bitte. Ich kann es nicht mehr verheben. 5 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle. Ich muss wirklich gehen. Wo willst du jetzt hier am Strassenrand? Fahr doch da raus. Okay, also bitte. Nothing compares to your love. Ah! Hey! Was? Gib mir mal das drüber ziehen, das Ding noch. Schon gestorben? Gib mir mal das Ding noch. Probieren doch zuerst wieder anzulassen. Geht nicht mehr. Zünd mal die Zündung drehen. Glaub, oh, hallo. Geht nicht mehr. Ja, also. Shit! Weißt du was? René! Auto mehr! Mal schauen,
Flick das Zeug immer mal. Komm, mit ihr müssen wir es anhalten, oder was? Dass wir jetzt mit dem Scheiß hocken und jetzt haben wir das Problem mit dem. Was ist passiert? Schlaft ihr noch ein bisschen? Vielleicht ist der eine der Kerzen durch. Wie gesagt, die sind gut. Also, und dann mal liegt es nicht. Sehen wir mal, ich gehe chillen in der Wüste, in der Natur. Okay? Ja, mach dich mal weg. Let's do it! Sehen wir mal, komm! Ja, okay. Spinch, wo gehst du jetzt? Ich habe hier kein Netz. Hat jemand von euch Netz? Oh, ich habe gar keine. Überhaupt nicht. Ist okay? Ja, ist okay. Jetzt sind wir in der Natur und genießen wir es. Es wird schon den Windschutz geben, bitte. Oh, die chillen, oder? Das sage ich bei der Angst vom Leben, aber so mit diesen höheren Fräuleinen. Komm, willst du nicht mehr? Nein. Dem ist ich dich. Würde schon gerne, aber weißt, irgendeiner sollte vielleicht noch einen klaren Kopf halten hier in dieser ganzen Situation. Also gut. Es schleppt spät, hä? Es ist spät bei mir. Hey, Rocky. Deine Kleine macht sich aus dem Staub. Was macht jetzt die? Hier gehst du immer mal schauen. Hey. Chanel! Hören, Basel! Chanel! Komm mal, sind das Kinder oder was? Schau dir den Metzger an. Unglaublich, Mann. Oh, ist fertig. Sehen wir mal. Ich muss schiessen zu dir. Mami hat gesagt, ich komme morgen erst. Ja, warte, ich muss den Anruf aufnehmen. Ich rufe ihn an. Tschüss. Hallo? Chanel? Chanel? Hey, Chanel, geht's dir gut? Chanel?